Yo Leute, willkommen zur letzten Folge, die ich jetzt am Samstag aufnehme. Und die ist auch schon wieder für den nächsten Samstag, oder? Ich glaube ja. für Freitag, stimmt ja. Ach man, schon wieder verschätzt jetzt kurz. Aber ich hab's ja noch gemerkt. Gut, auf jeden Fall werde ich jetzt hier nochmal das abreißen. Hier die Sachen. Und dann mal gucken, dass ich hier gleich meine Pupperblöcke hole und das ein bisschen ausschmückt, den Raum, ne? Weil das ist ja so eine Sache, die schon seit langem ansteht und die ich jetzt endlich mal machen muss oder will. Und ja, da gucken wir mal. So. Ja, ist jetzt die zweite Folge für Freitag, also ich denke mal, ist ganz gut. Da habe ich jetzt auf jeden Fall schon einiges vorgearbeitet, sage ich mal. Und ich lade jetzt auch schon im Hintergrund wieder die Folge schon hoch, die erste, die ich heute aufgenommen habe. Ja, ist schon gerendert vorhin und ja, die ist jetzt schon bei 9%, immerhin. Ja, ist die 141. Die kam dann am Montag. Alles heute gemacht, ey. Das ist auf jeden Fall crazy, genau. Crazy. Wie Hype-Zwilling sagen würde. So. Gut, dann können wir ja hier was machen. Smaragde, ja, ich weiß nicht. Also, die Villager haben ja weitgehend ihre Angebote gesperrt, so ein bisschen. Ja, muss ich mal gucken, ob ich da vielleicht nochmal irgendwann was krieg. Paar Smaragde, aber jetzt erstmal nicht. Jetzt würde ich sagen, hole ich mir erstmal vielleicht. Ich weiß nicht, also mit anderen Blöcken ist ja auch doof. Wir können jetzt erstmal nichts machen, würde ich sagen. Also mit der Pyramide. Muss ich mal schauen. Ja, ich nehme jetzt erstmal hier alles mit und wir machen was anderes. Als immer nur das mit dem Beacon. Und zwar mischen wir das ja mit den Steinziegeln, wurde uns ja vorgeschlagen. Und ja, mal gucken, vielleicht kann ich ja auch hier noch was holen. Hatte ich irgendwo noch Steinziegel? Hier noch 4 Stück. Ja, ein paar Steine halt noch. Steine kann ich mir auch wieder brennen, das sollte ich sowieso mal machen. Und ach so, ja stimmt, ich hatte ja noch Eisen in den Öfen, das kann ich natürlich noch verbauen gleich. Das hatte ich ja schon wieder ganz vergessen. Deswegen habe ich ja so lange gefarmt. Oh ja, auch nochmal Gold. Okay, und nochmal ein bisschen was. Sehr schön. Nee, da kann ich auch jetzt hier noch ein bisschen, sag ich mal so, 3, machen wir 24. So. Und ja, ja, ungefähr genauso. 1, 2, 3. Huch. So, muss ja genau passen, ne? So. Und dann da rein und das passt eigentlich. Dann kann ich mir nochmal hier 2 Gold nehmen. Dann kann ich nämlich noch einen Goldblock machen. Den ich dann natürlich auch noch verbaue. So, und eben noch ein paar Eisenblöcke. Wie viel kriegen wir da raus? Nochmal 12 oder so, ne? Genau. Und ja, dann schaue ich mal. Kurzen Moment. Ich habe jetzt irgendwie auch nicht mehr so viel zu erzählen. Deswegen sind vielleicht jetzt mal paar größere Redepausen drin. Wird sich dann aber in den nächsten Folgen wieder ändern. Morgen nehme ich dann weiter auf und ich denke mal, dann bin ich nicht wieder so mundfaul. Ja, und guck mal, da haben wir ja schon einiges. Ey, wir sind ja bald. Na gut, nee, wir brauchen ja hier noch. Okay, es dauert also noch. Aber immerhin, wir sind schon mal vorangekommen. Und das ist auf jeden Fall nicht schlecht. So, wie machen wir das jetzt mit der Wand? Wollte ich hier? Oder wollte ich noch einen weiter raus? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich hatte das schon so gemacht. Wie es denn sein soll. Soll ich das so machen? Oder irgendwie anders? Ich hätte vielleicht eine Idee, die vielleicht ganz gut ist. Und zwar erstmal so hier. Den Gang muss ich auch noch machen hier nach oben. Da habe ich irgendwie auch keinen Bock drauf. Ich weiß nicht, ich habe eher Bock hier in einem Raum zu bauen und so. Als den Gang da. Keine Ahnung warum. So, Moment. Wie machen wir das hier? Ich guck mal, dass es symmetrisch ist, ja, am besten. So, und zwar haben wir hier. Na, das ist ja wesentlich weniger, ne? Und das ist auch nicht symmetrisch. Na toll, was habe ich denn da gemacht? Für einen Scheiß. Oh Mann, alles nochmal abbauen, ne? Nee, also. Dann muss ich eben so lassen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Das ist ein 1, 2, 3, 4, 5... Oh Mann, das ist voll verwirrend mit den Blöcken. 6, 7, 8, 9, 10.
Ja, würde ich sagen, machen wir hier eine Wand hin. So. Die Relewand machen wir hier hin. Ja, so nenne ich die. Oh Mann. So, zack. Und, ah ne, der hätte bleiben können. Der passt eigentlich ganz gut, denn das ist eigentlich ein ganz gutes Konzept. So, dass wir dann so alle drei hier sowas machen. Ich weiß ja nicht, ob das passt. So. Ja, doch, könnte passen. Wenn wir hier noch einen weiter reingehen oder zwei. Dann können wir es nämlich so noch nach oben ziehen. So. Und dann da kommt die Wand hin quasi. Genau, das passt gut. Und ja, dann müssen wir jetzt nur noch die ganze andere Seite da ausheben. Das ist natürlich auch wieder geil. Aber da kann ich ja zumindest erstmal den Haste 1 Effekt mir holen. Das wäre natürlich eine Maßnahme. Und das werde ich jetzt auch mal machen. Hä? Warum geht das nicht? Warum muss ich erst wieder warten? Hä, wieso kann ich mir jetzt hier nicht die Eile aussuchen? Ah, jetzt. Als ob. Warum geht das immer erst nicht? So. Okay, jetzt kriege ich Haste. Sehr schön. Und ja, mal sehen. Kann man da jetzt hier wesentlich schneller abbauen? Ich glaube nicht. Also so viel schneller kommt mir das jetzt nicht vor. Irgendwie. Na, oder? Ich weiß nicht. Fällt dann sowieso meistens erst in der Menge auf. So, ach scheiße, wir müssen denn... Ach Mann, das passt doch gar nicht. Wir müssen ja hier noch die Pyramide machen, quasi. Ach Mann, das ist ja jetzt wieder doof. Naja, ich lasse es einfach mal so. Es wird schon gehen. Hm? So, warte mal, was mache ich denn jetzt hier? Da alles falsch, auf jeden Fall. So, da muss nämlich noch eine Reihe weg. Alter, wir sind schon wieder bei 8 Minuten gleich. Wo geht denn die Zeit immer nur hin? Das ist ja übel. Mann, oh Mann. So, Moment. Hä, aber... Ah ja, stimmt, das ist ja nicht symmetrisch. Ich dachte gerade schon, hä? Geht doch gar nicht auf. Naja. So, dann kann ich jetzt hier noch... Warte, das sind 6. Wie viel sind es jetzt hier nochmal? Warte, ich mache das einfach so wie hier schon mal mit dem Muster. Dann kann ich ja einfach so das machen. Ich glaube, hier kann man auch gar nicht mehr so weit rein, ne? Hier hatte ich auch zugebaut. Oh, hier ist so ein Knochenfragment. Ist ja geil, dass ich hier sowas finde. Die gibt's ja seit der 1.9. Ja, nice. Ich wusste es gar nicht, dass es hier ist. Na gut, wir sind in der Wüste, da gibt's die ja immer mal. Ist auf jeden Fall ziemlich gut. Vielleicht graben wir auch noch ein bisschen Eisen frei, aber guck mal, hier haben wir gar nicht mehr den Haste-Effekt. Also die Pyramide hat echt eine kleine Reichweite. Muss ich ja schon mal sagen. Muss dann immer erst in die Reichweite gehen und dann weiter abbauen. Hier haben wir noch. Also wird auch erneuert noch. Hier, wird er hier noch erneuert? Ich weiß gar nicht, ich glaube nicht mehr. Nee, doch. Okay. Hier noch? Nee, hier nicht mehr. Hm. Oder? Nee, hier nicht mehr. Okay. Naja, ist halt nicht unendlich sowas. Mal sehen, ab wo er genau wieder erneuert wird. Hier? Noch nicht. Ab hier. Okay. Ja, ist aber jetzt auch nicht so viel, ne? Könnte ja mehr sein, auf jeden Fall. Aber da können wir jetzt mal den genauen Unterschied vielleicht feststellen, wenn das Symbol weg ist. Wie schnell es dann ist. Ja, also es ist wirklich kaum ein Unterschied. Muss man ja mal sagen. Deswegen gibt es dann auch direkt ab der ersten Stufe den Haste 1 Effekt. Hm. Na gut, dann würde ich sagen, sind wir aber auch schon durch mit der Folge wieder. Und ich beende dann mal. Und ja, dann gucke ich mal. Warte mal hier. Zack. Ich würde hier das Knochenfragment noch gerne abbauen.
Das lege ich mir nochmal so ein bisschen frei, damit ich da dann denke, nächste Folge. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns später wieder. Haut da rein und ja, schaut bei den anderen Projektteilnehmern vorbei. Kann man ja auch mal wieder sagen. Okay, tschüss.